Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es ganz leckeres und fruchtiges Stollenkonfekt. Hierfür benötigen wir 600 Gramm Mehl, 180 Gramm Zucker, 50 Gramm Rosinen. Dann habe ich hier so einen Früchtemix. Ihr könnt auch Zitronat oder Orangenat nehmen. Also ich habe jetzt 100 Gramm von dem Zitronat und 100 Gramm von dem Früchtemix, also 200 Gramm insgesamt. Ein Päckchen Backpulver, 250 Gramm Quark, 250 Gramm Butter, ein paar Tropfen Rumaroma. Ihr könnt auch natürlich richtigen Rum nehmen. Dann haben wir hier gemahlene Mandeln, 100 Gramm und 2 Löffel gestrichener Teelöffel Zimt. Das Ganze werden wir jetzt hier in der Küchenmaschine verkneten oder mit der Hand. Könnt ihr euch aussuchen. Was ich als allererstes mache, ist die Butter mit dem Zucker. Das kommt jetzt direkt hier rein. Und das wird erstmal ein bisschen geschlagen oder geknetet. Nun habe ich das Ganze vermischt. Jetzt werde ich hier alle Zutaten außer den Rosinen hinzugeben. Und dann verknete ich das Ganze erstmal ein bisschen. Und wenn das alles verknetet ist, kommen hier die trockenen Früchte rein. Also jetzt der Zimt, das Päckchen Backpulver. Den Ofen habe ich jetzt bereits eingeschaltet auf 170, 180 Grad Umluft. Und Puderzucker bräuchten wir dann für nachher, um das Stollenkonfekt zu bestreuen. Nun ist der Teig schön verknetet. Ich gebe jetzt das Zitronat und diesen Früchtemix hier hinein. Und die Rosinen natürlich auch. Und das Ganze wird nochmal kurz verknetet, nicht allzu lang. Und dann stellt ihr den Teig für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Am besten in Frischhaltefolie gepackt. Und jetzt hier noch ein paar Tropfen Rumaroma. Also ich habe jetzt so nicht ganz die Hälfte des Fläschchens reingemacht. Und jetzt das Ganze einfach nochmal kurz verkneten, wie gesagt, in Alufolie packen und in den Kühlschrank stellen. Dann können wir nachher nochmal weiterarbeiten. Den Teig müsst ihr jetzt nicht unbedingt ruhen lassen. Ihr könnt das, wie gesagt, ich habe jetzt hier ein paar kleine Stollen geformt. Ich habe mir so ein walnussgroßes Stück genommen. Ihr müsst das nicht zu akkurat machen, sonst bleibt der Puderzucker nicht drauf hängen. Einfach mit der Hand so ein bisschen leicht andrücken und die müssen auch nicht alle unbedingt gleich groß sein. Ganz leicht so andrücken. Fertig. Und das Ganze kommt, wie gesagt, bei 180, 175 Grad in den Ofen und braucht etwa 15 bis 20 Minuten, je nachdem. Ihr müsst einfach mal schauen, wie die halt aussehen und dann einfach rechtzeitig aus dem Ofen nehmen. Was wir danach noch brauchen, ist ein Päckchen Puderzucker, um das Stollenkonfekt noch warm mit Puderzucker zu bestreuen. So, nun könnt ihr sehen, ist der Stollenkonfekt fertig. Ich kann nur sagen, die Küche duftet hervorragend. Habe jetzt alles schön mit Puderzucker bestäubt, wie man sehen kann. Ja, in einer Blechdose oder in einer ganz normalen Dose halten die sich schon ein paar Wochen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.